Ja Leute, herzlich willkommen hier zu meinem nächsten Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu meiner nächsten Lost Place Tour. Links neben mir Lost Adventure Tom, der ist mal wieder mit dabei. Und ja, wir sind in einer wunderschönen Location hier. Und ich würde sagen, viel Spaß bei dem Video und bleibt auf jeden Fall dabei. Kleiner Eindruck, der war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr interessant für mich. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal oben gucken. So, da gehen wir mal als erstes mal hier ins Haus rein. Da schauen wir mal hier so, wie alles aussieht. Ja, das sieht natürlich auch schon sehr heftig aus hier. Man sieht natürlich hier die ganz alte Küche. Die sieht man, ist natürlich ein ganz alter Stil von früher. Und hier hat Tante Oma... Hier hat die Oma natürlich gekocht. Die Oma hat natürlich hier ihre Zeit verweilt. Die hat natürlich einen leckeren Braten gemacht. Die hatte hier wirklich sehr, sehr schön gekocht. Ja, und das ist natürlich hier, wo Oma natürlich hier auf dem, hier am Tisch war und hat natürlich hier lecker schön gegessen. Ja, das ist natürlich richtig toll. So, und dann gehen wir jetzt einfach mal hier weiter in dem nächsten Raum. Hier sehen wir natürlich einen ganz alten Wohnzimmer, wo natürlich auch hier die Oma hier schön ihre Zeit genossen hatte. Man sieht natürlich wirklich hier auch die alten Schränke. Die alten Schränke, da sind wirklich Schmuckstücke, die hier stehen. Das Badezimmer, wo sich natürlich die Oma hier fertig gemacht hat, sich schön gemacht hat, sich geschminkt hat. Ja, hier sind noch ganz alte Hemden noch drin. Hier noch ein paar alte, diverse Sachen. Ja Leute, und hier sind wir in Omas Lädchen. Hier stehen natürlich sehr, sehr viele diverse Sachen rum. Man sieht natürlich, dass das hier mal wirklich ein Einkaufladen war, wo man natürlich viele Sachen kaufen konnte. Das sieht man natürlich hier. Hier liegen noch diverse Sachen rum. Hier auch alte Dosen, alte Kisten stehen hier noch rum. Eine alte Eistruhe. Ja, so sieht das natürlich alles von hier aus. Hier liegen alles Federn. Dann sieht man natürlich hier, wie Oma hier alles verkauft hatte. Hier auch noch eine alte Truhe. Ja, hier wurde damals alles gekauft, was man brauchte. Brot, Käse und alles, was man brauchte. Das alte Regal, wo auch noch alles drin stand. Leute, das sieht wirklich heftig aus. Wir sind gerade jetzt hier so in diesem Raum, wo hier alles verkauft worden ist, in diesem Oma-Lädchen hier. Und jetzt schauen wir einfach mal weiter, ne Tom? Also, ja. Was sagst du zu der Location bis jetzt? Bis jetzt gut, das ist ein Second-Hand-Laden. Ein Second-Hand-Laden, ja. So. Mit diversen Sachen hier, Dosen und so. Ich finde es echt super, dass das wirklich noch so gut erhalten ist. Auch wenn hier wirklich... ja, viel durcheinander gemacht worden ist, klar. Ja, aber trotzdem finde ich, es hat irgendwie noch Stil. So, und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter. So, dann gehen wir mal weiter. Ich denke mal, das ist das Haus von der Oma, die hier gewohnt hatte. Natürlich sieht man hier noch ein altes Büro. Hier liegen auch noch diverse Sachen hier rum. Alte Bücher. Und noch alte Fotoalben, die hat man natürlich hier. Die sieht man natürlich noch hier. Ja, das ist natürlich das Büro gewesen, wo natürlich viele Rechnungen aufbewahrt worden sind. Und.
So, dann gehen wir jetzt mal weiter auf. Mal gucken, wie es hier oben aussieht. Natürlich auch jede Menge Sachen hier. Jetzt sind wir hier im Schlafzimmer. Jetzt sind wir hier im Schlafzimmer von der alten Dame mit noch zwei Bilder von Maria und Josef und hier natürlich noch ein ganz altes Kreuz. Ja, wenn man sieht, wie süß das hier alles aussieht, so hat es ja damals ausgesehen. Ja, hier wurde auch nichts verändert. Hier wurde wirklich nichts verändert. Gar nichts. Selbst das alte Bett steht noch hier. Selbst noch, ja, der alte Schrank steht auch noch hier. Also wunderschön. So schaut, haben wir hier noch ganz alte Schränke stehen. Das hat natürlich auch etwas, ne? Was Tolles. Und hier steht natürlich auch noch ein altes Bettgestell. Denke ich jetzt einfach mal. So, dann sind wir hier im nächsten Raum. Und hier sieht man natürlich auch noch ein süßer kleiner Raum mit einem alten Schrank. Ja, und hier hat natürlich wahrscheinlich der Opa gelegen in diesem Zimmer. Das war bestimmt Opa sein Raum, sein Reich. Und wenn man natürlich noch hier diesen wunderschönen alten Schrank hier sieht, richtig toll. Leute, schaut mal, wie toll dieses Schränkchen hier aussieht. Eigentlich eine Schande. So. Und jetzt sind wir hier in diesem nächsten Raum. Hier ist auch so ein kleines Räumchen, Leute. Und guckt euch diesen wunderschönen Schrank an. Das ist natürlich auch eine Schande, wie der hier vergammelt, ne? Ja, hier auch noch ein ganz altes Bett. Das ganze Bett ist hier irgendwie auseinandergefallen oder wurde extra auseinandergemacht. Dann haben wir hier einen wunderschönen Schreibtisch, denke ich einfach mal. Das ist bestimmt ein Schreibtisch oder so. Und hier haben wir ganz alte Röntgenbilder. Ich weiß gar nicht, was das für Röntgenbilder sind. Von was? Das weiß ich jetzt gar nicht. Von der Wirbelsäule oder so. Irgendwie sowas. Ja, und das hier mit dem alten Hut, das sieht natürlich auch toll aus. Richtig klasse. Ja, und hier sieht man natürlich auch noch ein paar Röntgenbilder. Ne, wenn man so schaut hier. Ich weiß nicht, von was die Röntgenbilder sind. Vom Unterleib oder so. Denke ich jetzt einfach mal. So, jetzt gehen wir mal so ein bisschen den Dachstuhl hoch. Aber hier sieht man natürlich auf dem Dachstuhl im ersten Moment ist natürlich auch hier alles sehr, sehr alt. Es ist wirklich verdammt alt, was hier alles steht. Guckt euch das mal an hier. Auch hier dieses alte Täschchen. Das ist doch gar nicht mehr wahr, das Täschchen. Das ist doch schon... Das ist doch wirklich schon... Dann haben wir hier alte Zettel rumliegen. Von welchem Jahrgang? 1957. 1957, Leute. Heftig. Auch ganz alte Bilder hier. Richtig toll. Wahnsinn. Ja, Leute, hier ist wirklich die Zeit stehen geblieben. Und wenn man hier so guckt, was die alten Bilder hier drauf sind. Seht ihr das? Ganz alt hier. Und hier auch. Auch ein ganz altes Bild. Brasserie. Arkens.
Ja, und wenn man hier natürlich schaut, geht es natürlich hier weiter. Und hier haben wir einen wunderschönen alten Kinderwagen. Das sieht ja auch richtig toll aus, Leute. Und der ist wirklich noch original. Dieser Kinderwagen ist wirklich noch original. Schaut euch das mal an. Wahnsinn, oder? Mein Gott. Das ist wirklich hier antik. Und das hier ist gar nicht mehr zu bezahlen hier. Wahnsinn. Das sieht richtig süß aus. Richtig toll. Sogar noch hier mit Leder hier dran. Konnte sich das Baby hier schön, ja, niederlassen, ne? Also richtig toll, Leute. Ja, also das finde ich richtig toll hier, ne? Dieser alte Kinderwagen. Und dieser Kinderwagen ist bestimmt aus der 20er oder aus der 30er Jahre. Ja. Locker. Richtig toll. Keller runter. Mal gucken, was hier alles so gibt. Eieiei. Ja, also hier sind alte Reifen, alte Reifen. Und dieses Gewölbe hier von dem alten Keller sieht natürlich auch immer so ein bisschen beeindruckend aus. So alte Häuser mit so alten Gewölbekeller hat immer etwas. Aber eins muss ich ja lassen, dieser Keller ist nicht so alt. Da sieht man hier von den, wie das hier gemauert worden ist. Ja, dann haben wir hier natürlich wieder Einmachgläser. Das hat natürlich Oma alles wieder schön vorbereitet. Jetzt sind wir hier noch in so einem alten Raum drin, in so einem ganz alten Raum. Da sehe ich hier einen ganz alten Kühlschrank von früher. Mein Gott, der ist doch so ein bisschen Amerika-Style hier, ne? Dieser Kühlschrank hier. Sieht auf jeden Fall so aus hier. Ja, dann haben wir hier noch alte diverse Sachen. Ja, da hinten haben wir natürlich, hinten waren wir schon gewesen. Da ist ja alles hier mit den Tieren gewesen. So, hier die Treppe rauf. Ich meine, ist ja schon keine Treppe. Hier hält ja schon fast nichts mehr. Aber hier sieht es natürlich auch wieder ganz anders aus. Guck mal, wie es damals mal war, Leute. Wie die hier alles, ja, gebaut hatten. Auch hier eine wunderschöne alte Nähmaschine. Das ist ja auch toll. Ein alter Ofen haben wir hier auch noch. Ja, und das ist natürlich eine alte, süße Nähmaschine. Richtig toll. Klasse. Und hier haben wir natürlich ein Trainingsfahrrad vom Sattel her. Ist natürlich auch schon sehr alt. Ich denke mal auch aus der 50er Jahre wird dieses Fahrrad hier sein. Nein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und ja, in dem Sinne. Bis gleich. Nein. Ja, ich verabschiede mich jetzt von dem Video und sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Lost Adventure Tom und Sascha von Touren. Super. So.
Wir machen jetzt die Abmoderation. Der Kai hat das nie gemacht. Ja, komm her. Ja. Nee, muss aber sein. Ja. So. Ja, Leute, also mir hat es richtig gut gefallen. Wir sind jetzt am Ende des Videos. Wir sind jetzt ein bisschen durch den ganzen Haus gegangen vom Emmerlädchen. Also hat mir richtig gut gefallen. Ja. Was fandest du am besten? Der Kinderwagen Highlight, natürlich. Der Kinderwagen, ne? Ja. Also ich fand natürlich den Kinderwagen auch ein Highlight, aber was ich auch toll fand, war dieser Raum, dieser Schlafzimmerraum. Schlafzimmerraum. Wo deine Kamera rausgegangen ist. Ja. Also das hat natürlich auch etwas. Ja, wie gesagt, im Endeffekt hat jede Location so seine eigenen Charme. Seinen eigenen Charme, genau. Ne? Ja, Leute, lasst ein Like und ein Abo. Schaut mal beim Lost Adventure Tom mal vorbei. Ich werde natürlich unten in der Videobeschreibung verlinken. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt zur nächsten Location. Ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und macht's gut. Schwingt der Hut. Ciao.